Ich freue mich, dass Sie heute zu unserem Flug durch das Universum zu uns gefunden haben. Und bei diesem Flug werden wir das Universum durchqueren und dabei in unserem Sonnensystem beginnen. Der Flug beginnt bei Jupiter. Jupiter, der große Gasriese unseres Sonnensystems, mit einem Sturm der Größe Europas, der seit Jahrhunderten auf seiner Oberfläche wütet und als roter Fleck bekannt ist. Mit vier seiner Monde, Callisto, Ganymed, Europa und Io, wir passieren Jupiter und nehmen ihn direkt ins Visier. Space Engine erlaubt uns hier, Planeten gezielt anzusteuern. Wir sehen hell, was von der Sonne links beschienen wird, und dunkel, was rechts im Schatten liegt. Steuern wir den Mond Callisto gezielt an. Callisto, wie er schön von der Sonne beschienen, kann dann in seiner Oberflächenstruktur analysiert werden. Die Bilder von Space Engine sind dabei Aufnahmen aus dem Universum, die unsere Sonden und Satelliten bei ihrem Flug durch das Sonnensystem gemacht haben. Mit diesen Bildern rekonstruiert Space Engine den gesamten Kosmos und ermöglicht es uns, die Monde, Sterne, ferne Galaxien, ja das Universum als Ganzes zu explorieren. Wir finden auf der linken Seite Informationen über die angesteuerten Objekte, wie ihre Entfernung, ihre Größe, ihr Gewicht. Wir sehen in der Mitte des Bildschirms unsere aktuelle Geschwindigkeit, vorwärts oder mit einem Minuszeichen rückwärts. Und wir können die Helligkeit der Sterne, des Hintergrunds, der Planeten, das Erscheinen von Polarlichtern, thermale Emissionen oder auch Planetenleuchten gezielt einrichten. Die Beschleunigung bei unseren Flügen stellen wir hier unten ein. Wir können sie variieren zwischen vielen tausend Lichtjahren pro Quadratsekunde und wenigen Metern pro Quadratsekunde. Dabei müssen wir allerdings beachten, dass uns die Objekte so erscheinen, wie sie in unserer Position wirken. Das kann beschienen von der Sonne sehr hell oder eben auch dunkel sein. Starten wir unsere Reise bei unserem Heimatplaneten der Erde. Wir befinden uns in einer Entfernung von 25.000 Kilometern und nähern uns der Erde mit 170 Kilometern pro Sekunde. Hier oben sehen wir Polarlichter. Und wenn wir nun von der Erde aus zu Saturn fliegen, dann durchqueren wir das Sonnensystem quasi instantan, um die Objekte anzusteuern. Saturn, der beliebteste Planet in unserem Sonnensystem, mit seinen gigantischen Ringen und ebenfalls schön rot gezeichneten Polarlichtern am Nordpol. Wir nähern uns Mars. Wir müssen dabei beachten, dass je nach Einstellung, wenn wir die Sonne vor uns haben und die Einstellungen sehr aufgehellt sind, wie jetzt, Objekte auch übersteuert erscheinen können. Uranus, hier auf der linken Seite die Polarlichter und jetzt nochmal Mars in einer angepassten Helligkeit. Die Sonne steht zur Rechten. Wir passieren Mars und würden nun eine Reise unternehmen. Eine Reise aus unserem Sonnensystem hinaus, im Rückwärtsgang, durch die Milchstraße, vorbei an den Nachbarsternen, Sternenhaufen, Nebeln, bis uns die Galaxien der Nachbarschaft passieren werden. Andromeda. Und schließlich die lokale Gruppe. Von unserer Sonne ausgehend, unserem Zentralgestirn im Zentrum unseres Sonnensystems,
werden wir uns bewegen. Momentan mit einfacher Lichtgeschwindigkeit und dann immer schneller und schneller werden, um die gigantischen Dimensionen des Kosmos zu ergründen. Bei der eingestellten Helligkeit erscheint uns die Sonne stark überzeichnend. Wir müssen deswegen das Sternenlicht und die Sternenhelligkeit zurücknehmen und damit eine Adaption vornehmen. Wir sehen auf der linken Seite das Zentrum der Milchstraße als Streifen am Firmament, woher ja der Name Milchstraße rührt. Und wir sehen vor uns nun die Sonne, wie sie uns erscheinen würde, wenn wir sie im Rückwärtsgang verlassen. 0,2 astronomische Einheiten entsprechen 30 Millionen Kilometer oder einem Fünftel des Abstands Erde-Sonne. Etwa 1,5 Lichtminuten. Wir werden mit Größenordnungen umgehen müssen und sehen, wie sich hier Merkur der Sonne nähert oder die Venus. Und bei einer astronomischen Einheit der Definition unserer Erdumlaufbahn verlassen wir also den Orbit der Erde. Wir haben 4 astronomische Einheiten zurückgelegt und bewegen uns derzeit mit 160-facher Lichtgeschwindigkeit und einer Beschleunigung von 10-facher Lichtgeschwindigkeit pro Quadratsekunde. Jupiter und der Jupiter-Orbit schnüren sich um die Sonne zusammen in einem Abstand von 16 astronomischen Einheiten. 10 hoch 5 astronomische Einheiten, das 100.000-fache des Umlaufs der Erde um die Sonne, ist etwa ein Lichtjahr. Und wir wissen, dass es mehrere Lichtjahre bis zu unseren Nachbarsternen sind. Eben deshalb bewegt sich trotz unserer Geschwindigkeit von nunmehr 2 astronomischen Einheiten pro Sekunde, also etwa 16 Lichtminuten, die wir pro Sekunde zurücklegen, oder etwa 1000-facher Lichtgeschwindigkeit, bewegt sich also immer noch nicht der Fixsternhintergrund. Er scheint starr zu stehen am Firmament. Das Zentrum der Milchstraße sieht von unserer Position im Sagittarius-Arm unserer Galaxis starr und unbeweglich aus. Wir erhöhen deswegen die Beschleunigung auf 1000 astronomische Einheiten pro Quadratsekunde mit einer Geschwindigkeit von nun 0,3 Lichtjahren und nun etwa einem Lichtjahr pro Sekunde. Und wir, das Lichtjahr, der Abstand zu unseren Nachbarsternen ist, sehen wir, wie sich bei dieser Geschwindigkeit nun langsam der Fixsternhintergrund bewegt und die Sterne sich einem scheinbaren unendlichen Punkt am Horizont nähern. Sie schnüren sich vor uns zusammen. 200 Milliarden Sterne unserer Galaxis schnüren sich vor uns zusammen, wenn wir im Rückwärtsgang nun mit einem Lichtjahr pro Quadratsekunde beschleunigen. Das heißt, pro Sekunde erhöht sich unsere Geschwindigkeit um ein Lichtjahr pro Sekunde. Derzeit bei 15 Lichtjahren pro Sekunde im Rückwärtsgang oder 280 Lichtjahren Abstand von unserem Sonnensystem. Wir werden schneller und schneller. Diese 100, 200 Milliarden Sterne. Man bräuchte 3000 Jahre, um sie zu zählen, wenn man pro Sekunde einen Stern zählen würde, laufen an uns vorbei, aber nur der Bruchteil, der auf unserer Bahn liegt. Nun haben wir eine Geschwindigkeit von etwa 100 Lichtjahren pro Sekunde erreicht und einen Abstand von 2000 Lichtjahren von unserem Sonnensystem. Da die Galaxis 100.000 Lichtjahre Durchmesser hat, sind wir weit davon entfernt, sie zu verlassen. Immer noch sehen wir den Balk, das Zentrum der Milchstraße mit dem gigantischen schwarzen Loch Sagittarius A, fast unbewegt auf 9 Uhr. Allerdings ziehen Nebel, Sternenhaufen und ganze Cluster an uns vorbei.
plötzlich kommt Ruhe rein, denn nach 6000 Lichtjahren verlassen wir den Bereich der dichten Sternpopulation. Wir bewegen uns nun mit 200 Lichtjahren pro Sekunde. Und langsam, im Abstand von etwa 10.000 Lichtjahren von unserem Sonnensystem, sehen wir, wie sich die gesamte Milchstraße vor uns zusammenzieht. Wir verzehnfachen unsere Beschleunigung nun auf 10 Lichtjahre pro Quadratsekunde, wodurch wir nun mit 500 Lichtjahren pro Sekunde reisen, 15.000 Lichtjahre Abstand von unserem Sonnensystem und damit etwa 40.000 Lichtjahre Abstand vom Zentrum der Milchstraße, bewegen wir uns weiter weg. Und bei weiterer Verzehnfachung der Beschleunigung auf 100 Lichtjahre pro Quadratsekunde schnürt sich dann endlich die Milchstraße als Ganzes vor uns zusammen, 60.000, 70.000 Lichtjahre entfernt von unserem Sonnensystem, sehen wir sie vor uns liegen, wie in den fantastischen Bildern der kosmologischen Bücher. Mit einer Rückwärtsgeschwindigkeit nun von 5.000 Lichtjahren pro Sekunde sehen wir nicht mehr Sterne, sondern Galaxien vor uns. Jeder Punkt ist eine Galaxie. Und ebenfalls sind es viele hundert Milliarden bis Billionen Galaxien, die diese Helligkeit bestimmen. Wir nehmen deshalb die Sterne nicht größer und die Überbelichtung auf ein Minimum zurück, um einen klaren Blick aufs Firmament zu haben. Und mit 10.000 Lichtjahren pro Sekunde sehen wir, wie sich unsere Milchstraße einreiht in den Hintergrund aus Galaxien und in ihm aufzugehen scheint. Mit einer halben Million Lichtjahren Abstand nähern sich Andromeda, die große Magellanische Wolke und andere Nachbargalaxien dem scheinbaren Fixpunkt am Horizont. Und wieder, nach einer Zeit des Stillstands in der scheinbaren Leere, bei weiterer Verhundertfachung der Beschleunigung auf nunmehr 10.000 Lichtjahre pro Quadratsekunde, sehen wir, wie sich die Galaxien langsam gemeinsam in Bewegung setzen. Bei etwa 1 Million Lichtjahre Abstand von unserem Sonnensystem, einem scheinbaren Fixpunkt am Horizont entgegenstreben. Der gesamte Kosmos gerät nun in Bewegung. Im Abstand von 40 Millionen Lichtjahren haben wir aber noch nicht mal den 500. Teil seines Durchmessers durchquert. In 5 Millionen Lichtjahren pro Sekunde kommen nun die Galaxiencluster der lokalen Umgebung, die lokale Gruppe an uns vorbei. Sie schnüren sich alle zum Fixpunkt. Und die Dynamik des Universums besteht nun aus Streifen von vorbei rasenden Galaxien. Wir verzehnfachen wieder die Beschleunigung auf nunmehr 1 Million Lichtjahr pro Quadratsekunde. Das bedeutet, pro Sekunde steigt unsere Geschwindigkeit um 1 Million Lichtjahre pro Sekunde. Sie liegt nun bei etwa 70 Millionen Lichtjahren pro Sekunde. Und kaum verändert sich der Blick, ein Meer von Lichtpunkten, jeder einzelne bestehend aus 100 bis 1 Billion Sternen, 100 Milliarden bis 1 Billion Sternen, die eine solche Galaxie formen, rasen an uns vorbei. Wir haben nun 3,5 Milliarden Lichtjahre Abstand von unserem Sonnensystem erreicht. Langsam können wir im Hintergrund sehr rot verschobene Galaxien sehen, die aus der Frühphase des Universums kurz nach dem Urknall stammen und deren Licht uns heute nach vielen Milliarden Jahren erst erreicht. Im Rückwärtsgang nun mit über 100 Millionen Lichtjahren pro Sekunde erreichen wir einen Abstand von 8 Milliarden Lichtjahren und haben damit ein Drittel des bekannten Universums durchquert. Wir wissen, das Universum hat etwa 20 Milliarden Lichtjahre Durchmesser. Und wenn wir da unterwegs sind, sehen wir auch das kosmologische Prinzip. Die Gleichheit
des Universums und des Blicks auf das Universum von jedem Punkt im Universum aus. Mit 200 Millionen Lichtjahren pro Sekunde bewegen wir uns nun auf den Rand des Universums zu, in 15 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Wir merken, dass sich etwas verändert. Die Galaxien werden dünner, sparsamer. Der Blick wird ins Rote verschoben. Tatsächlich simuliert uns Space Engine einen Flug auf den Ereignishorizont. Immer mehr Sterne entschwinden unserer Wahrnehmung. Mit nunmehr 250 Millionen Lichtjahren pro Sekunde haben wir nur noch wenige rot verschobene Sterne vor uns. Bei 25 Milliarden Lichtjahren und einer Geschwindigkeit von 400 Millionen Lichtjahren pro Sekunde haben wir den Ereignishorizont überschritten. Das Universum liegt nun vor uns in einem schwarzen Loch. Es ist schwarz. Wir können kein Licht mehr empfangen.